Das Buchevent zu Guten Morgen Abendland von Nazan Ekes. Exotische Klänge im Foyer des Bastei-Löwe Verlagshauses. Im Herzen von Köln-Mülheim, der Heimat vieler in Deutschland lebender Türken, war an diesem Abend von Berührungsängsten der verschiedenen Kulturen nichts zu spüren. Die Besucher des 5. Buchevents des Bastei-Löwe Verlags erwartete ein Buffet mit türkischen Köstlichkeiten in orientalischem Ambiente. Genau die richtige Atmosphäre für Guten Morgen Abendland, das erste Buch der beliebten RTL-Moderatorin Nazan Ekes. Die Tochter türkischer Einwanderer möchte eine Brücke schlagen zwischen Deutschen und Türken und stellte ihr Buch persönlich vor. Moderator Wolfram Kunz unterstützte sie an diesem Abend dabei und freute sich zunächst, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Es gibt eine Eventreihe in diesem Jahr gemeinsam mit Thalia. Mit RTL und vor allen Dingen, und deswegen freuen wir uns hier zu sein, mit diesem Verlagshaus, mit Bastei-Löwe. Und wir haben einen ganz besonderen Ehrengast. Ich freue mich sehr, dass die Verlagsgründerin heute hier ist, Ursula Löwe. Toll, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank schon mal für Abend. Guten Morgen, Abendland. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Türken in Deutschland, Deutsche und Türken. Aber eben nicht die übliche sarrazinische Migrationsdebatte, sondern wirklich sehr, sehr menschlich. Und das ist das, was, glaube ich, dieses Lese-Event auszeichnet, dass wir über eine unglaublich intensive Art Menschen und ihre Geschichten präsentiert bekommen haben. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Dann würden wir da mal anfangen, meine Damen und Herren. Es liest, und an der Stelle wäre ein animierender Applaus sehr charmant, es liest Nazan Ekes auf dem Buch von Nazan Ekes. Das Zusammenleben von Deutschen und Türken ist wie eine arrangierte Ehe. Wir wurden verkuppelt, weil es wirtschaftlich notwendig war. In insgesamt 3 Leseparts brachte Ekes dem Publikum ihr Buch näher. Eine Familiengeschichte zwischen Deutschland und der Türkei. Sie beschreibt die erste und zweite Generation türkischer Einwanderer in sehr persönlichen, originellen, aber auch traurigen Anekdoten aus ihrem Leben. Auch vor kritischen Themen schreckt sie nicht zurück. Wir Deutschen und wir Türken haben ein Beziehungsproblem. So viel steht fest. Also ich glaube, das Thema war schon immer aktuell und wird auch immer aktuell bleiben, solange verschiedene Nationen und Kulturen sich in Deutschland vereinen und gemeinsam in diesem Land leben. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwann rückläufig wird, sondern dass das immer multikultureller wird. Also meiner Meinung nach ist Multikulti auf keinen Fall tot, sondern die ganze Welt vermischt sich, was die Kulturen und Ethnien betrifft. Und da ist auch Deutschland sicherlich keine Ausnahme. Und daher glaube ich, dass das Thema Integration jeden Tag aktuell ist. Moderator Wolfram Kunz zeigte wieder einmal, dass er bestens vorbereitet war und gab dem Publikum noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Sonra Söyle. Düşün sonra söyle. Wolfram, das passt zu dir. Heißt? Erst denken, dann reden. So. Viel geredet wurde im Hause Ekes über die berufliche Zukunft von Nazan, denn eigentlich hatten sich die Eltern der Moderatorin den Werdegang ihrer Tochter etwas anders vorgestellt. Ich habe es gelesen, haben Sie gesagt, sie sollte Ärztin werden. Stimmt das? Oh, das sagen die Mutter immer. Mit der Präsentation von Guten Morgen Abendland endet die Serie der Buchevents des Bastei-Löwe Verlags für dieses Jahr und die Zuschauer zeigten sich einmal mehr begeistert. Ja, sehr gut. Ich fand es interessant, informativ. Wirklich schön, ein richtig schöner Abend. Wir haben uns richtig wohl gefühlt. Sie war auch sehr nett, die Nazan Ekes. Die Organisation ist perfekt, also ganz total schön, Ambiente, alles. Also wirklich 1A. Ja, sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht hat die Veranstaltung auch den beiden Moderatoren, die sich dem Thema des Abends entsprechend auch nach türkischem Brauch verabschiedeten. Ich glaube, hast du noch nicht verstanden. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns auf Musik und wir freuen uns bald wieder auf Nazan. Wann sehen wir dich wieder? Am Samstag, meine Damen und Herren. Nazan Ekes, ganz, ganz herzlichen Dank. Das Buch ist toll. Müssen Sie lesen. Ich danke Ihnen. Danke.